So sieht's aus heute. Heute haben wir, glaube ich, den 13.01.2017. Ein Freitag. Es hat über Nacht stark geschneit. Und dementsprechend sind auch die Autos zugeschneit, eingeschneit. Jetzt sind wir wieder los mit Saubermachen, Schneeschippen und so weiter. Das ist hier die Garageneinfahrt. Der zu suchen hat, weiß keine Sau. Das ist der Postbote. Na doch, der muss hier hin. Wo will er nicht? Ich werde nachher mal noch ein paar Aufnahmen von Winterberg machen. Da wird heute wahrscheinlich Hochbetrieb sein im Laufe des Tages. Ist natürlich ideal zum Skifahren. Wir werden sehen. So, gleich mal zeigen, wo ich hier bin. Bin praktisch auf dem Wilzenberg. Der liegt hier zwischen Schmalbech-Geleidorf und Grafschaft. Und da bin ich eben raufgefahren von Geleidorf aus. Und da muss ich sagen, anhalten konnte ich nicht. Es war alles zugeweht. Mit mehr oder weniger Glück bin ich da durchgekommen. Und im Moment hat es aufgehört zu schneien. Sogar ein bisschen Sonne da oben. Aber ringsherum doch noch dicke Wolken. Das ist wohl auch noch nicht zu Ende mit dem Schnee. Ja, alles dick zugeschneit. Und jetzt muss ich gleich dann mal nach Winterberg rauf. Mal sehen. Wie die Lage da ist. Das ist mal ein Blick auf das verschneite Grafschaft. Ich denke, dass man hier unten das Kloster auch gut erkennen kann. Also Kloster Grafschaft, das ist inzwischen so eine Art. Ja, das ist ein Krankenhaus, inzwischen Krankenhaus, Klinik. Riesendingen. Muss man aber auch nicht unbedingt drin liegen. So, es ist kalt und windig. Dann muss ich mal weiter. Hier bin ich gerade in Züffen, fahre die Schützenstraße runter. Im Moment fängt es wieder an zu schneien. Die Straße nach Winterberg ist ganz gut geräumt, jedenfalls bis jetzt noch. Wie man hier so sehen kann.
Ja, es hat die Nacht ganz gut geschneit, sagen wir 15 cm circa. Was ja eigentlich kein großes Problem ist hier für den Winterberger Bereich. Probleme bereiten allerdings die Schneeverwehungen. Wenn man also irgendwo etwas höher gelegen fährt und da sind keine Bäume, also kein Wald, freie Fläche, das weht ganz kräftig zu. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man da mit dem Fahrzeug nicht stecken bleibt. Ja, und dann ist das Fahrzeug, vielleicht hierher. Hier wird die Strecke zweispurig, aber man sieht auf der linken Seite, also hier die zweite Spur, kann man zurzeit nicht benutzen oder sollte man nicht benutzen, ist nicht richtig geräumt. Da bleibt man besser hier rechts und gut ist. So, jetzt komme ich auch hier nach Winterberg rein.
Der LKW hat das locker geschafft, so wie ich sehe, da ist einer, drei, vier. Und die haben bisher nichts blockiert. Hier ist auch ganz gut geräumt, die Straße von Zwischen nach Winterberg. So, nun erstmal Pause machen. Kommen wir gerade nach Winterberg rein. So, hier komme ich gerade nach Rahl-Darstenberg rein. Das heißt, links ist der Abzweig Richtung Westfeld. Geradeaus geht es nach Rahl-Darstenberg. Hier liegt schon ganz schön gut Schnee. Aber auch hier ist vernünftig geräumt, sodass also Fahren überhaupt kein Problem ist. Und ich denke mal, so langsam werden dann auch hier die Skifahrer eintreffen, hauptsächlich aus den Niederlanden. Tja, warum die auf der Straße laufen, weiß ich nicht. Eigentlich links Platz genug. Aber wenn Schnee liegt, dann läuft das alles ab im Kindergarten. Ja, inzwischen ist ja auch alles, also in Rahl-Darstenberg, tief verschneit. Jetzt könnten eigentlich jede Menge Gäste kommen, die gerne Skifahren oder Schlitten fahren oder in der Winterlandschaft spazieren gehen wollen. Wochenende steht vor der Tür.
So komme ich dann nach Nordenau rein und auch hier ist alles verschneit, wo das nicht mehr ganz so hoch liegt wie Winterberg. Nordenau, das ist der Ort mit dieser sagenhaften Heilquelle. Oder Heilstollen, richtiger gesagt. Ja. Ich glaube, da ist auch eine Heilquelle bei. Und soll gegen alle möglichen Krankheiten helfen. Zum Teil ein wissenschaftliches Rätsel. Aber wenn man dran glaubt, ist er schon die Hälfte gewonnen. Hier geht es Richtung Oberkirchen. Straßen sind nicht so gut geräumt, also festgefahrene Schnee- oder Eisdecke, dementsprechend glatt. Also langsam und vorsichtig fahren. Anders geht es ja gar nicht. Also es geht schon anders, aber das geht ja nicht gut. Ja, der entgegenkommende Verkehr wird stärker, also so Richtung Winterberg. Und da wird am Samstag, wird da wohl eine mittlere Katastrophe sein. Vielleicht schon heute Abend. Und mal abwarten.